Herr Will, wir befinden uns im vierten Lockdown. Der Handel hat wieder zu. Was bedeutet dieser Lockdown für den Handel? Für den Handel ist es natürlich eine Katastrophe, denn wir verlieren 2,7 Milliarden und dieser Lockdown fällt in die wichtigste Zeit des Jahres, in das Weihnachtsgeschäft. Wir haben kommende Tage auch den Black Friday, da leiden besonders die Elektrohändler darunter, dass praktisch der stationäre Gang ins Geschäft nicht möglich ist. Jetzt gilt es noch vorzuschauen und daher braucht es dringend rasche und unbürokratische Hilfen. Und die müssen zielsicher sein, da haben wir Vorschläge präsentiert. Wie überraschend kam für Sie dieser vierte Lockdown für alle? Kanzler Schallenberg hat ja mehrfach versichert, es wird keinen weiteren Lockdown geben. Also für die Händler kam es sicherlich sehr überraschend, weil von der Bekanntgabe bis zum Inkrafttreten war sicherlich die kurzfristigste, unplanbarste Situation aller bisherigen Lockdowns. Wir hatten ja schon vier, wenn man den Ost-Lockdown mit einbezieht. Und zu dieser Zeit ist es natürlich wirklich ein historischer Umsatzeinbruch, der natürlich Arbeitsplätze und Betriebe gefährdet. Da ist es ganz wichtig, dass bei den Hilfen in zwei Punkten nachgezogen wird und der Lockdown-Zeitraum für die Hilfen herangezogen wird, nicht der Monatszeitraum, und dass praktisch auch Wachstum oder Schließungen von Geschäften einbezogen werden, wenn man Bezug nimmt auf 2019. Denn sonst hätten wir die skurrile Situation, dass Unternehmen, die 2019 noch einige Filialen hatten und heute kaum mehr welche, viele Förderungen erhalten und jene, die gewachsen sind, weil sie schon Mietverträge unterschrieben haben, in dieser Zeit eben um die Hilfen umfallen würden. Und daher sind wir da mit der Bundesregierung in konstruktiven Gesprächen, dass wir hier das Steuergeld auch zielsicher einsetzen. Denn sonst hätten die Händler nichts davon, der Steuerzahler hat nichts davon, wenn dann nicht einmal die Arbeitsplätze sichergestellt sind, dass die erhalten bleiben. Und ja, man muss immer abwägen, der Handel war nie ein Corona-Hotspot. Und der Paragraph 1 der Covid-Verordnung besagt, dass Maßnahmen eben geeignet sind, um einen Zusammenbruch der medizinischen Versorgung zu verhindern. Wenn man heute durch die Stadt in Wien fährt, hat man eher das Gefühl, dass es einen Lockdown nur auf Österreichisch gibt. Alle machen auf harten Lockdown, aber keiner macht mit. Denn die Schulen haben de facto offen, der Bau hat offen, die Produktion hat offen. Und letztendlich ist nur der Handel im Weihnachtsgeschäft, der ohnehin keine Zahlen hat, eben von einem harten Lockdown betroffen. Sogar Skifahren darf man. Also es ist schon etwas skurril, wie man hier Milliarden verbrennt. Sie haben es jetzt gerade angesprochen, man soll nicht eine Branche gegen die andere aufhetzen. Aber weil Sie es jetzt eben auch angesprochen haben, der Handel hat zu, die Gastronomiebetreiber müssen zumachen. Aber Skifahren ist erlaubt, da ist sogar der oberste Seilbahner Franz Hörl überrascht. Wie weit reicht da Ihr Verständnis, dass wir Skifahren gehen dürfen, auch während des Lockdowns? Es ist einfach nur lächerlich, ehrlich gesagt, weil klar, jeder tut gern Skifahren, aber entweder zieht man Lockdown durch oder nicht, weil ein halbherziger Lockdown wird dazu führen, dass die Branchen, die jetzt zuhaben müssen, länger zuhaben müssen, weil sie einfach bei den Zahlen zu wenig bewegen wird. Und daher wäre seit dem 21. Monat der Pandemie mal an der Zeit, dass man die Wissenschaft einbezieht und dass man hier auch mal unterscheidet, wie man hier wirklich vorankommt. Und das ist schon etwas, das frustriert. Und wir müssen jetzt das Beste draus machen, sodass wir einfach auch diese Zeiten entschädigt bekommen. Aber das Amazon-Förderungsprogramm, das jetzt gestartet wurde, kennt keine Grenzen. Und daher ist es schon sehr, sehr bedauerlich, dass hier eben offenbar immer mit zweierlei Maß gemessen wird. Ich bin es vergönnt, jeden, der offen halten kann, aber virologisch wird es halt nicht super sein für alle Beteiligten. Mhm. Haben Sie das Gefühl, der Handel muss ausbaden, was im Gesundheitssystem versäumt wurde? Der Handel muss ausbaden, dass der Handel im Sommer nicht gehört wurde, denn wir haben Impfgutscheine, positive Anreize gefordert, aber auch eine Impfkampagne. Wir handeln gemeinsam, wir impfen gemeinsam ohne einen einzigen Steuergeldcent umgesetzt als freie und überparteiliche Interessenvertretung. Und das ist sicherlich etwas, wo auch politische Entscheider zur Verantwortung zu ziehen sind, denn es ist inakzeptabel, dass man hier so diffuse Signale aussendet und nicht zu sprechen von der Impfgegnerpartei beziehungsweise hier den Parteien, die da so querschießen. Damit muss das gesagt sein. Und auf der anderen Seite ist es natürlich sehr, sehr bedauerlich, dass die Spaltung der Bevölkerung weitergeht, indem man hier eben einfach solche Lager aufbauen lässt. Es wäre wichtig, dass man hier gemeinsam zusammensteht. Deswegen ist es so wichtig, dass die
Wirkung der Hilfen zielgerichtet ankommt, weil es ist dann schon etwas befremdlich, wenn die Hilfen bei jenen, die mehr Mut aufbringen, Unternehmer sind, abseits der Familie, auch diese Familie durchbringen, nicht ankommen, egal ob sie geimpft oder nicht geimpft sind, und dann die Zeche für alle zahlen, das ist schon echt ein großes Problem, und da müssen wir uns schon einmal drüber unterhalten, da ist jetzt der falsche Zeitpunkt. Der Lockdown für alle wird aller Voraussicht nach 3 Wochen gelten. Der Lockdown für Ungeimpfte geht aber weiter. Da gibt es noch gar nicht wirklich ein Enddatum. Inzwischen sind es 24,8% der Bevölkerung. Über 12 haben sich bislang nicht impfen lassen. Wie sehr schmerzt dieser Lockdown für Ungeimpfte auch nach dem 12. Dezember? Wir haben schon bisher erlebt, dass wir rund 350 Millionen pro Woche verlieren. Davon wandern 60% in den Onlinehandel, 20% werden gar nicht ausgegeben, da steigt die Sparquote. Konsum ist Psychologie und damit natürlich auch aufgrund dieser diffusen Kommunikation und der Unsicherheit in der Bevölkerung auch ein Hemmschuh, der sich natürlich mittel- und langfristig auf die Wirtschaft auswirkt. Und diesen Wirtschaftsausschwung, den wir erlebt haben, der wird jetzt natürlich wieder abgeschossen. Und natürlich ist die Gesundheit der Bevölkerung das Entscheidende. Aber die Maßnahmen, die hier getroffen werden, die sind schon dazu geeignet, dass man eben auch hinterfragen müsste, ob es auch verfassungsrechtlich gedeckt ist, dass vollimmunisierte Personen mit Boosterimpfung komplett vom öffentlichen Leben ausgesperrt werden. Und natürlich ist das typisch österreichisch, dass 15 Ausnahmen von 16 Verboten bestehen und damit sehr viel umgangen werden kann. Das ist nicht förderlich, dass wir die Pandemie rasch in den Griff bekommen. Da können wir eher nur auf die Saisonalität hoffen, dass es dann wieder abschwächt. Und haben Sie da schon Schätzungen dazu, also Zahlen, was dieser Lockdown genau bedeuten wird für den Handel? Ja, für den Handel sind wir in der wichtigsten Phase des Jahres. Das weiß jedes Kind, dass hin zum Weihnachtsgeschäft jeder Tag zählt. Daher ist es circa rund 900 Millionen Euro an Bilanz, die wir pro Woche verlieren, sprich also Umsatzverluste. Insgesamt werden wir 2,7 Milliarden verlieren für die Lockdown-Phase, so sie nicht verlängert wird. Und daher ist es ein dramatischer Einbruch, der allen Unternehmern die Zahlen in das Rote dreht, letztendlich viele vor existenzielle Herausforderungen stellt. Und daher ist ganz wichtig, dass kleine und mittlere Unternehmen rasche Kapitalspritzen erhalten. Der Patient Wirtschaft braucht genauso Unterstützung, denn sonst wird es sehr, sehr düster werden.